Hast du mal versucht, bergauf zu driften? Das ist schwierig, ich kann es leider nicht. Aber du wirst dem Driftclub zeigen, dass es geht. Und ich weiß auch schon wo. Und mit welchem Wagen. Den habe ich von Jamin geliehen. Netter junger Typ, bisschen impulsiv. Er hat mir die Schlüssel quasi zugeworfen, als ich gesagt habe, dass ich dir den Wagen überlasse. Los geht's. Eine schöne technische Fahrt über unterschiedliche Untergründe. Ich liebe diese Fahrten. Sehr gut, aber ich will Leidenschaft sehen. Komm schon! Die Balance ist entscheidend. Lenken und Gegenlenken. Genug Gas für den Powerslide, genug Bremsleistung, um den Grip aufrechtzuerhalten. Ich sollte diese Weisheiten wirklich irgendwo aufschreiben. Sehr schön. Mir gefällt, wie du das Heck kontrollierst. Bergauf bekommst du es mit Traktions- und Leistungsverlust zu tun und musst darauf vertrauen, dass das Momentum dich trägt. Aber das berücksichtigst du sicher schon alles. Meine technisch sehr gut. Gute Leistung.
Manche Leute behaupten, dass man Autos mit Hinterradantrieb zum Driften braucht. Das stimmt aber nicht. Einige der größten Befürworter des funktionalen Übersteuerns, also des Driftens, stammen aus der Etappenrallye. Und einige stammen aus der Zeit vor Mr. Takahashi.